Yo, here we go again, my friends. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir. Mein Name ist Julian, ihr wisst es. Und ich befinde mich hier auf dem ersten Server von dem kanadischen Shakes and Fidget. Wie ihr seht, ich bin ein alter Opa. Bin in der Gilde Trustinos Racing. Die ist Rang 1 hier unangefochten. Und ja, was soll man so sagen? Ich bin Stufe. Ein Augenblick. Sorry. Ich bin Stufe 21, ja, fast einhalb. Und ja, ich bin Rang 367 damit. Noch lohnt es sich, sich hier anzumelden. Auch wenn der erste hier schon Schattenwind von uns auf Stufe 118 ist. Ja, was gibt's noch so zu sagen? Ich habe bis jetzt, ich hatte erst letztens den Dungeon-Schlüssel gefunden. Bald werde ich mir hier auch ein paar Pilze zulegen. Allerdings ist der Kurs ein bisschen blöd. Hier bekommt man zum Beispiel für 100 kanadische Dollar 2500 Pilze. Das sind ungefähr, ja, also wenn jetzt ein Pilz-Event ist, dann bekommt man hier 3000 Pilze für 100 Dollar und man bekommt halt auf dem deutschen 3600 für 100 Euro. Allerdings ist der Kurs natürlich auch etwas anders. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir eine 50 Euro Paysafe-Karte, das erkläre ich euch gleich noch, wenn ich mir eine 50 Euro Paysafe-Karte und eine 10 Euro Paysafe-Karte kaufe, sind das ungefähr 80 kanadische Dollar. Und ja, mit 80 kanadischen Dollar kann ich mir hier 1400 Pilze circa kaufen. Und dann habe ich immer noch, ja, so ungefähr 5 Dollar übrig. Also könnte ich mir 1445 Pilze kaufen. Das ist also schon nicht so schlecht. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man sich auf dem kanadischen Server auch mit einer Paysafe-Card Pilze kaufen kann. Ich klicke an, sage, ich mache das jetzt bei Ultimate Game Card. Hier 1000 Pilze für 50 Euro, 50 kanadische Dollar, Entschuldigung. So, und jetzt geht ihr direkt, genau, achso, ich habe hier so komische Punkte bekommen, genau, jetzt geht ihr hier einfach auf Kanada, klickt ihr drauf einfach ganz normal, jetzt sucht ihr hier Deutschland, bei mir ist das Deutschland Land ändern, keine Ahnung warum, klickt ihr auf Weiter und schon habt ihr hier Paysafe Card als Bezahlmethode. Und dann klickt ihr jetzt hier auf, ja, klickt jetzt glaube ich hier drauf, ich weiß es nicht. Genau, jetzt sind es noch 39,23. Jetzt klickt ihr hier einfach drauf. Und jetzt ziehe ich das mal hier so ein bisschen rein. Jetzt müsst ihr sich gleich ein Paysafe-Kartenfenster öffnen, genau. Und ja, jetzt könnt ihr eure Paysafe-Card einfach eingeben. Dann klickt ihr hier auf, ja, ich akzeptiere die AGB der Paysafe-Card. Klickt auf Bezahlen. Und dann werden euch die Pilze sofort gutgeschrieben. Also, ich finde, das lohnt sich total auch hier. Das ist halt ein Tipp für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert. Und ja, jetzt mache ich hier mal einen Dungeon. Die Banshee ist dran. Müsste ich eigentlich eventuell maybe besiegen können. Oh, jetzt krittet die. Verdammt. Gut, das hat sich dann erledigt. Dann greife ich mal gleich hier Docker Balika an in 40 Sekunden. Und wir gehen auf Server 18 zurück. Bam. Da habt ihr gerade noch den letzten Schlag in den Stiernacken gesehen. Ich, ja. Wie ihr seht, wir haben Raid 16 absolviert. Locker geschafft. Und uns greift so eine komische Gilde Krone der Schöpfung an. Ich weiß nicht, was die wollen hier. Die gewinnen eh nicht gegen uns. Ja, ist halt nun mal so ein 31 und ein 60er. Und, ja, ich bin auf Rang 2, ich schaffe es auch schon teilweise auf Rang 1 zu kommen, mal gucken, wie es aussieht. Ja, okay, jetzt wenn er einen Crit macht, dann verliere ich natürlich direkt. Aber was ich noch interessanter finde, ich habe hier im Zauberladen ein Epic. Das, dann verkaufe ich mal dieses alle Attributs-Epic hier. So, bam und bam, hole es mir und bam, 2,1 Millionen Leben,
Jetzt tausche ich das mal hier so aus und ja, wie ihr seht, eine richtig gute Spanne jetzt auch schon. Gucken jetzt Better hier, vielleicht finde ich ja noch so ein Epic auf der Schnelle. Hab übrigens dreimal geblättert, Quatsch, nicht dreimal, ca. 25 Mal geblättert und hatte drei verschiedene Epics. Ich denke mal, jetzt hier wird aber nichts mehr kommen. Großartig. Einmal hatte ich den goldenen Ring, der hatte noch 6 mal 6 plus 6 mehr jeweils, also 174. Und dann noch diesen grün-roten, dieses grün-rote Epic, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das war zu schlecht. Hoffentlich überblätter ich jetzt hier keinen Epic. Ich hatte letztens auch einmal zwei Epics im Zauberladen nach ungefähr ein paar Mal Blättern zusammen hier auf einer Seite. Ja, bis 450 kann ich noch. LOL. Bam. Das werde ich mir, glaube ich. Ah, ich glaube, ich kann mir das gar nicht mehr. Ja, mal schauen. Jetzt muss ich natürlich überlegen. Also, ein Epic gefunden. Nice. Aber erstmal will ich mir gleich hier die Handschuhe holen. Und ja, ich weiß nicht. Tausche ich die aus? Ja, mal schauen. Ich bin hier jetzt im Moment im Dungeon 96. Bin einer der besten Spieler hier im Moment des Servers. Aber hier läuft noch gar nichts. Wenn ich jetzt hier so probiere. Immer nur so die Hälfte. Ja, im Sammelalbum, das habe ich auch, glaube ich, das zweithöchste. Nur Van Helsing hat mehr. Haben wir den hier? Ja. Der hat hier auch schon Chicken Master 3000 und den geringelten Ring und hinterlistige Fußparasiten. Ja, jetzt mache ich noch einen Arena-Kampf. Ich habe ja ein paar Pilze. Und schauen wir mal, wie es. Ah, ich hätte natürlich jetzt eine Epic-Waffe reintun müssen, die ich allerdings auch bald verkaufen werde. Ja, vielleicht wird's ja was. Nein, wird's nicht. Oh. So, komm hier, greife ihn jetzt noch ein paar Mal an. Ich will gegen den gewinnen. Blizzard freut sich auch immer schön über meine Angriffe. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz ausgeglichen, aber naja, ich habe ja ein paar Pilze. Das sollte ja erstmal reichen. Kein Crit. Jawohl. Da habe ich ihn jetzt gepackt und bin schon wieder Dritter. Gucken wir uns noch einmal einen an. Ich bekomme nächste Woche jetzt eh wieder 3000 Pilze. Und von daher kann ich die jetzt auch ruhig mal ein bisschen verprassen. Mann, ich will ihn jetzt noch einmal richtig schlagen, sonst ist das blöd fürs Video. Sieht aber im Moment nicht so wirklich nach einem Sieg aus hier, weil der immer noch einen bescheuerten Crit macht. Jetzt kommt ein Crit. Mann, Blizzard. Da greife ich jetzt das Tyrone an. Gegen den gewinne ich sonst eigentlich. WTF? Das kann doch nicht wahr sein. Geht doch. Und jetzt nochmal Blizzard. Komm schon. Ich bin so klug. KLUK. Ich bin so klug. KLUP. Ich bin so klug. KLUK. Ich bin so klug. KLU. Komm schon. Crit, Crit, Crit. Ja. Das ist doch wohl Verarsche, Mann, Leute. Oh, Mann. Hier jetzt hier ein paar Mal. Ach so, genau. Ich habe eine Frage an euch. Dieses Epic, die Wand, sah das nicht mal ein bisschen anders aus? Ich meine, damals waren die Farben noch ein bisschen heller und so ein bisschen weiß hier so außen von den Backsteinen da. Ja, wir könnten schon wieder locker zwei Raids mehr machen. Also was heißt zwei Raids mehr? Ich weiß nicht, ob wir die schaffen werden, aber wir haben das Gold dazu zumindest. Van Helsing ist der höchste. Ich komme bald in die Levelbremse ab Stufe 150. Allerdings teilen sich die Meinungen ein bisschen, wie lange die dauert. Manche sagen, geht nur eine Stufe, manche sagen, die geht fünf Stufen, manche sagen, die gehen fünf bis sieben Stufen und manche sagen, die gehen ungefähr 10 Stufen. Also jetzt weiß ich echt nicht so, was ich denken soll. Ja, das Epic, Quatsch, das muss ich mal mitnehmen.
Ausdauer. Ja, was nehme ich da denn jetzt? Ich glaube, ich nehme mal die Quest, weil ich ein bisschen hier auf Gold gehen muss. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel Alu? Oh, das wird verdammt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber ich kann ja auch dieses Epic verkaufen. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache oder nicht. Könnt ihr ja vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt mache ich hier noch einen Arena-Kampf gegen Docker Balika. Ja, manche heißen so bekloppt. Ich werde bekloppt, 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 bekloppt. Ich werde bekloppt, bekloppt. Was ist das denn? Wieso springt das da einmal rein? So, ja, dann stelle ich hier noch eine Stunde Stadtwache ein und hier kann ich halt noch leveln. Und ja, wie ihr seht, mich greift Gangster ziemlich oft an. Ich gewinne hier mindestens zwei Drittel der Kämpfe jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Quatsch. 2, 4, 6, 7. 7 und ich habe 2 verloren. Also 2 Siebtel. Das sind mehr als 2 Drittel, die ich gewonnen habe. So Leute, das war's wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Viel Spaß in der Schule. Ich habe im Moment Praktikum. Und ja, ciao.